Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's, euer Fabian, und mit dabei sind User heute Mathis, Mikro, Mirko und Teufelsgamer und natürlich nicht zu vergessen, Tommy. Moin, das Beste kommt natürlich immer wieder zum Schluss. So, ja, ich guck jetzt mal. Ich hoffe, der Sound ist. Ihr seht ja jetzt selber im Video, der Sound ist da. Ich hoffe, das ist jetzt alles dabei. Ja, also wir sind gerade mit der Jugendfeuerwehr unterwegs. Mathis und ich mit dem alten LF 16 TS. Ja. Schönes Fahrzeug. So, und die Kids lernen jetzt gerade mal kuppeln. Wir fangen jetzt gleich an, die Saugschläuche eben rauszuholen, ne? Mathis, möchtest du das heute mal übernehmen? Die zu kommandieren. Du möchtest das ja in der Zukunft auch öfters mitmachen, dann. Ja, gerne doch. Du hast ja den Gruppenführerlehrgang, hau mal weg. So, die Herren einmal absetzen, bitte. So. Einmal Saugschläuche und C-Schläuche aus dem Fahrzeug rausholen. Jo, könnt das eben lassen. Wieder drauf, langsam, lasst euch bitte Zeit. Langsam drauf. Noch nicht alarmiert. Okay, ich habe zwar, wurden zwar alle alarmiert, sonst aber egal. Ja, wir haben ja A3. Dann. Na, wo ist es denn? Huttendorfstraße 1. Ach, der Sparsupermarkt. Mal wieder die Säule BMA. So, wenn wir gleich da sind, ihr wartet da, weil die kommen ja nachher mit den hier im Einsatzfahrzeugen kommen die da ja an. Mein Gott, was haltet ihr von diesem Martinson? Mann! Vor allem für so ein richtig geiles Elef, Alter. So ein richtig altes Elef. Barbie, stell ich mal hier vorne direkt drauf. Perfekt. Oh, hi Tommy. Moin, was haben wir? So, wie gesagt, ihr bleibt drauf sitzen. Komm. Am Spar. Ja, hier stell dich auch mal erstmal noch mit auf die Fläche. Oder stell dich mal hier auf die andere Seite da hoch. Ich geh. Tom, ich warte. Bin LF10. Ey, welches Fahrzeug ist das hier eigentlich, der ELW? Das ist eigentlich 1217-1. Ah, ne, der ELW ist 1211-1. Weil der noch nicht in der Liste steht, deswegen. 1241-1 an Leitstelle. Das ist die Leitstelle hört. Ja, wir sind Einsatzstelle an, gehen jetzt zur Erkundung in den Sparsupermarkt rein. So, verstanden. So, Fabi, habt ihr Werkzeug mit, um die BMA im Notfall auszuschalten? Ja, wir haben noch den Schlüssel. Gut. Soll ich läufst die du? Läufst du mal durch den Laden erst noch? Und dann setzen wir die gleich, wenn wirklich nichts ist, können die Kinder von mir aus mitkommen, dann sollen sie mal sehen, wie das wirklich ist. Gehst du, du guckst, dann gehe ich gerade kurz die anderen informieren, wie das jetzt aussieht. So, ganz, ganz leichter Brandgeruch in der Küche hat nur die Kaffeemaschine einen kleinen Stromschlag bekommen. Mirko, du hast kein Blaulicht an. Bei mir BMA hast du wurde an. Ausgeschaltet und... alle Kräfte können zur Wache zurück. 1233-1 verstanden. Ja, wie du mit. Ja, ich wollte gerade sagen, wie du mitgekriegt hast, ist jetzt ja nichts. Ich gehe jetzt mit den Kindern da rein. Ich zeig denen, wie man so eine BMA abschaltet. Jo, dann rücken wir auch wieder ab, ne? Jo, ciao. Könnte auch noch. So, Kinnas. Erstmal Blaulicht aus. Könnt mal mit aussteigen, aber langsam. Gucken, bevor ihr aussteigt. Und dann gehen wir mal zusammen rein und schalten die BMA zurück. Teufel. So. Ja, als erstes müsst ihr den Kasten öffnen. Dafür ist der Schlüssel hier. In dem Kasten ist ein anderer Schlüssel. Den Schlüssel brauchen wir, um
nochmal in ein Schloss zu kommen und mit dem Schlüssel können wir dann auch wiederum die BMA zurücksetzen, also quittieren. Heißt, wir machen jetzt erstmal auf. Also am Anfang guckt man sowieso, von welchem Melder das ist. Das hatte Mathis vorhin gemacht und dann, ne, ist er da hingelaufen, hat geguckt, ist da wirklich was? War in dem Fall ja eine kleine Kaffeemaschine, die ein bisschen geschmort hat. Und dann können wir die jetzt wieder zurücksetzen, weil Feuer ist ja aus. Dann drehen wir den jetzt mal auf wieder. Macht das Schloss auf und quittieren das dann jetzt. Und dann drückt ihr noch den Knopf und dann ist das quittiert. Ding. Ja. So, Leute, das soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, die anderen wollen auch noch was sagen. Ja. Ihr wollt noch was sagen? Ja. User in your channel timed out. Tschüss, Mathis. Dann sag mal, was du sagen möchtest. ja. Tschüss. Ja. Wow. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.